Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Modern Skyblock 3. Ich habe ja gesagt, wir wollen hier in dieser Folge mit Pneumatic Craft anfangen. Advanced. Nicht um Advanced Rocketry, um Mechanismen und die Generatoren freizuschalten. Dafür brauchen wir aber die Network Nodes. Ich habe mir mal hier auf einem kleinen Zettel aufgeschrieben, wie wir da hinkommen. Die sind nämlich hier. Dafür brauchen wir ja die Transistoren. Da müssen wir ganz zum Schluss so eine Druckkammer bauen. Dafür brauchen wir erstmal schwarzen Plastik, heißt die Farben in einem Plastikmixer. Es geht ja noch. Liquid Plastik kriegen wir, wenn wir LPG mit Kohle machen. Ansonsten gibt es ja keinen großartigen Weg. LPG gibt es zwei Möglichkeiten herzustellen. In der thermopneumatischen Aufbereitungsanlage oder in der Raffinerie. Die werden wir uns bauen. Relativ zum Anfang, weil daraus können wir aus dem Öl, was wir gefördert haben, viele Sachen splitten zu einem Diesel LPG, was wir brauchen, oder Treibstoff, Kerosin. Wie das hier aufgesplittet wird, habe ich leider gerade keinen Überblick, aber wir fangen mal mit der Raffinerie an. Komprimiertes Eisen, Dia und Glas. Dias haben wir noch. Glas müsste hier hinten ankommen. Müsste. Aber hier ist Glas drin und hergestellt wird Glas hier. Heißt, hier muss die Bruchsteinzufuhr wieder angeschalten werden. Holztechnisch hat sich hier einiges angesammelt, denn sogar sehr viel. Hier hinten auch. Komm. Pump es bitte raus. Danke. Und da kommt das Glas jetzt an, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Die letzte Folge war ja ein bisschen nervenaufreibend, weil ich da so lange die Sachen verarbeitet habe. Und das brauchen wir und die Raffinerie. Mal gucken, wie viel wir machen können. Nur eine. Aber es sollte gleich besser werden. Wir könnten jetzt hier richtig schön durchs Questbuch gehen. Aber wie gesagt, das machen wir später. Den Druckluftofen werden wir auch noch brauchen. Und ich mache mal ein paar von den Raffinerien. Je mehr wir die Sachen aufsplittern können, desto besser wird's. So ein Ofen. Was fehlt mir da? Ein Ofen. Für den Ofen. Hier hat sich auch das Eisen versteckt. Hier sind auch noch Öfen.
Und dann gucken wir mal. Gehen wir einfach hier hinten ins Eck. Der macht jetzt Druck. Okay, wir machen mal das hier mal noch zu. Braucht die Raffinerie eigentlich Druck? Apply more heat by adding block this generate around this. Achso, 2 bis 4. Machen wir doch gleich mal 4. Heat. Um Hitze reinzukriegen, brauchen wir so eine Vortex Tube. Es ist schon ein bisschen eine Weile her, wo ich das letzte Mal mit Pneumatic Craft gearbeitet habe. Das letzte Mal dürfte sogar zur Evolution sein. Ja, dann dürfen wir das wahrscheinlich ein bisschen verschieben. Und machen wir es mal so hin. Ja, das können wir sogar hier hinstellen, dass die Hitzeseite an der Raffinerie ist. Ah, da kommt jetzt Hitze rein. Temperatur steigt, das ist schon mal gut. Und hier haben wir ein bisschen Öl. Jetzt müssten wir mal gucken, wie wir das Öl hier reinpumpen. Flüssigkeitsleitung. Leitung. Es waren Glasscheiben. Hier sind noch Glasscheiben, hier sind noch 2 von den Röhrchen. Ist hier auch noch der Hammer? Ja, perfekt. Und dann gucken wir mal. Wie es am. Ob er von jeder Seite das Öl nimmt, ja. Da kommt nur 25 Grad rein, weil es nicht genug ist. Da müssen wir noch mal so einen Vortex Tube bauen. Fehlt uns wieder Gold.
Dann bauen wir noch mal ein paar. Ich weiß ja nicht, wie viel Grad an Hitze wir brauchen, um das zu splitten. Rezept 100 Grad. Aber jetzt fällt der Druck ab, heißt, wir brauchen noch mal so einen Ofen. Druckluft. Nehmen wir vorsichtshalber 4 mit, dass wir jetzt 4, also 3 mit, dass wir 4 davon haben. Der kriegt auch ein bisschen Kohle. Druck ist am Steigen. Na gut, jetzt haben wir viel Druck verloren. Grad müssen wir hinkriegen. Ah, jetzt geht es ins 28 Grad. 6. Also 36 Grad. Müssen wir halt das wirklich machen, wie es da steht, hier ein bisschen Lava ran. Schon mal 2 Eimer mit Lava. Mal gucken, ob das was bringt. Eimer habe ich ja noch hier drin. Da ist kein ganzer Eimer mehr. Ach, da stand doch eine Lavatrommel. Ah. Ernsthaft? Nimmt die Maschine so viel Hitze weg, dass hier Lava zu Bedrock wird. Okay, Minecraft, was ist mit dir?
versuchen wir es mal anders. Ich hole ein bisschen Bruchstein und gucke mir mal, ob. Na gut, nehme Erde. Auch nichts da. Dann halt Marmor. Gucke mir mal, ob fließende Lava auch okay ist. Sieht aber gut Hitze aus, muss ich sagen. Flüssigkeiten fließen doch mal gut 8 Blöcke. Oder fließt Lava kürzer? 2, 3. Wenn ich es hierhin jetzt packe, also muss hier ein Rescher hin. Blockbreaker. Eins, zwei, drei. Das Bruchstein und eine Redstone-Fackel. Redstone und eine Fackel. Bruchstein muss ich mir da hinten abholen. Und der müsste ja auch auf eine Glocke reagieren. Und dann wäre jetzt ein Hebel nicht verkehrt, um die auch ausschalten zu können. Blockbrecher. Lava hier hin. Die Glock oben drauf. Mit einem Hebel.
Oder ist das hier hinten die Vortex Tube? Ein Placer. Fluid Placer. Okay, es funktioniert. Das ist gut. Jetzt können wir uns Gedanken machen, wie wir die Flüssigkeiten rausziehen. Aber dazu mache ich mir zwischen den Folgen Gedanken und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen.